Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, beziehungsweise eigentlich in Linsa. Ich musste aber aufs Linsa gerade kurz flüchten. Ich wurde irgendwie in irgendwas involviert. Beziehungsweise standen da plötzlich ganz, ganz viele Menschen vor mir. Ganz, ganz, ganz viele Schafs und wollten irgendwie sich mit mir unterhalten. Aber da hatte ich gerade nicht ganz so den Nerv zu. Gut, kann auch keiner wissen, dass ich gerade aufnehme. Deswegen, bevor man da irgendwie komisch begafft wird, bin ich mal weitergegangen. Ich wollte eigentlich ein Thumbnail machen. Also dann hole ich die beiden Thumbnails einfach gleich wieder nach. Ist ja kein Problem. So, wir müssen einmal zur Kupferglockenmine. Natürlich habe ich mich da noch nicht harmonisiert. Das wäre ja auch so schön gewesen. Und ja, wir kommen jetzt quasi zur dritten Inni. So, wir müssten rein theoretisch noch eine Stufensteigerung machen. Die Stufensteigerung werden wir tatsächlich mit dem Pignier machen. Ich habe die Hoffnung, dass ich für den schon mal... Nee, kann ich leider nicht, okay. Deswegen werde ich mich einmal ganz kurz für die Stufensteigerung anmelden. Okay, 11 Minuten. Na gut, wir müssen eh noch dahin laufen. Und dann würde ich mich gerne noch einmal harmonisieren bei dem anderen Ding. Deswegen, vielleicht klappt das ja. Ich kann schon mal so viel erklären. Bei der Stufensteigerung kommen alle Inhalte, die wir bisher freigeschaltet haben, drin vor. In unserem Fall also nur Sascha und Toten, Akka und Tara. Stufensteigerung gilt nicht für die Gildengeheiße. Ja. So viel eigentlich dazu. Gildengeheiß haben wir heute schon gemacht, deswegen da kriegen wir halt keinen Bonus mehr drauf. Aber die Stufensteigerung, die können wir heute auf jeden Fall noch machen. Ich gucke jetzt nochmal in die aktuelle Agenda. Gildengeheiße, jeweils 3, haben wir abgeschlossen. 5 Dungeons werden wir heute nicht mehr hinkriegen. Wir werden noch 2 schaffen. Also einmal Tamtara, also Stufensteigerung, jeweils eine. Das heißt, da werden wir auch einen freikriegen. Und oder Kupferglockenmine. Gildengeheiße, hier könnten wir auch noch welche erledigen. 2 Stück haben wir noch offen, glaube ich. Das haben wir schon fertig. Ja gut, da könnten wir noch Fates erledigen. Freibriefe hätten wir noch. Das muss ich so machen. Ist schon erfolgreich. Akku-Gegenstände hergestellt. Das könnten wir halt auch schon machen. Und Agenda-Erfolge. Mit verschiedenen Herausforderungen der aktuellen Agenda abschließen. Okay, Position auf der Warteliste 50 oder mehr. Das ist ja schon mal gut, dass das da steht. So, jetzt will ich mich aber unbedingt hier einmal harmonisieren. Damit uns damit der Weg quasi leichter gemacht wird. Und wir nicht mehr so oft hin und her rennen müssen. Der nächste Punkt, dann machen wir jetzt einfach mit Nebenquests weiter, die wir hier so haben. Die Nebenquests machen wir dann halt. So. Hallöchen. Das sind alarmierende Umstände. Eine ernste Angelegenheit, eine äußerst ernste Angelegenheit. Es scheint, als wären Waren aus einem Lagerhaus gestohlen worden. Ein Skandal. Wir müssen dringend 4 Fangeisen auslegen, um diesem Dieb das Handwerk zu legen. Bitte hilf mir dabei. Wenn das erledigt ist, geht es ans Eingemachte. Sag einfach meinem Freund von den Missing Klingen, Shishisan, Bescheid. Der weiß, was zu tun ist. Es sei dir gedankt. Und bei dir? Alles klar bei dir? Hast du Lust auf schnelles Geld? Nein, nein, da gibt es keinen Haken. Alles ganz legal. Pass auf. Kennst du die Monster, die man Peister nennt? Das sind die Lebewesen zu Stein werden lassen können. Alles völlig ungefährlich also. Wenn man deren Augäpfel in Alchemistenflüssigkeiten taucht, werden diese zu wunderschönen roten Steinen. Und das verscherbeln wir dann als Edelsteine. Haha. Du staunst, das staunst du, oder? Ich habe immer so gute Ideen. Deswegen stehe ich auch hinter dem Verkaufstisch. Nicht davor. Nun aber los, bring mir 4 Peister-Augäpfel. Okay, ist hier noch irgendwo ein Auftrag?
Nope, 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 nope. Okay. Guti. Ich guck gerade mal. Ja, wir haben auf jeden Fall für heute noch. Ne? Nee. Stimmt, guck mal, noch hatten wir schon. Okay, dann haben wir für heute nur noch einen. Glaube ich. Oder? Ich weiß es gar nicht. Wir haben hier auf jeden Fall noch was. Hier. Das brauchen wir einmal. Dann hier noch einmal. Sind nur noch 39 vor uns. Das funktioniert doch. Ah, ich kann es leider nicht abgeben. Schade. Schade, 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 schade. Ja, dann muss ich hiermit wohl noch warten. Okay, ich dachte, ich könnte die damit dann halt auch schon abgeben. Aber gut. Dann wohl nicht. Aber warte, wir könnten eigentlich mit dem Gladiator könnten wir eigentlich abgeben. Wir brauchen unbedingt ein anderes Outfit. Da ist er. Hast du die Fangeisen ausgelegt? Oh, das ging aber schnell. Vielen Dank. Hä, Moment mal. Welcher Dummkopf legt denn Fangeisen direkt vor das Eingangstor der Stadt? Wie kann man nur so bescheuert sein? Stell dir vor, ein Schokobo eines Händlers tritt da drauf. Der Fuß ist ab. Darauf kannst du dich verlassen. Toll, jetzt muss ich wieder ausrichten. Tut mir leid, aber da hat jemand deine Zeit ganz schön verschwendet. Und meine auch. Das kann niemand außer Fufulpa. Fulupa gewesen sein. Habe ich recht? Der ist meist im unnütze Dinge tun. Eigentlich ist er ja ein netter Kerl, wenn er nur nicht so ein Hornochse wäre. Dreh noch durch mit dem Typen. Wir nehmen einfach mal. Vielleicht kann man es gebrauchen. Ich würde jetzt einfach sagen, dann machen wir jetzt ganz kurz hier das Diarium. Ich glaube, das wäre gerade ganz gut, weil ist eh vor der Kupferglockenmine. Dann einmal die beiden. Huch. Sehr schön. Mach das mal ganz kurz raus. Damit ich dann nur so einen Bomber kriege. Ich muss mir Dani noch einen aufheißen. So. Dann machen wir das hier nochmal.
Halt, die Kupferglockenmine ist gesperrt. Deine eigenen Sicherheit solltest du auf deine, auf der Stelle kehrt machen. Wie? Du hast dich freiwillig gemeldet, die Riesen zur Raison zu bringen? Haha, du musst verrückt sein. Oder lebensmüde. Oder beides. Aber gut, wenn du das mit Papa Chan besprochen hast, will ich deinem Glück nicht im Wege stehen. Bisher begnügen sich die Riesen damit, das Innere der Mine zu verwüsten. Aber früher oder später werden sie herauskommen. Ich weiß nicht, ob wir sie dann daran hindern können. Also beeil dich lieber. So, damit haben wir auch die Kupferglockenmine. Kann sein, dass wir jetzt natürlich da in die Kupferglockenmine reinkommen. Ich glaub's aber noch nicht. Wobei, ja gut, wenn hätten wir halt eine Fliege mit einer Klatsche gefangen. Mit zwei Fliegen mit einer Klatsche. Zentrales, zentrales, westliches. Ah, ich weiß auch wo. Gehen aber einmal auf die Panzerschale. Beziehungsweise wir können auch einmal hier die Wüstenpeiste erstmal machen. 10 haben wir noch vor uns. Sind nur noch 8. Ich habe doch gerade nämlich die ganze Zeit im Blick. 5? Okay. Wird gleich dran sein. Wir müssen jetzt hier unbedingt weg. Es sind nur noch 3 auf der Warteliste. Komm schon. Wir werden nicht immer noch im Kampf sein. Jetzt. Damit hatten wir uns, glaube ich, angemeldet. Dann hoffen wir mal nicht, dass es Kupferglockenmine ist. Also zurzeit habe ich echt immer das Pech, dass die DDs nie annehmen. Echt etwas lästig. Doch noch angenommen. Bitte nicht Kupferglockenmine. Ah, Totenacker, das ist gut. Also einmal Profile angucken. Okay, kein Anfänger. Kein Anfänger. Und. Oh, überhaupt kein Anfänger. Ich bin der einzige Anfänger.
Was? Achso. Ja. Ich muss gerade das überlegen. Stimmt, wenn man, glaube ich, Gelehrter ist und in den Anfängern Dungeons drin ist, muss man als Heiler so an sich kaum heilen. Wenn man so eine kleine Fee hat, die dann halt heilt. Und da man hier nicht so viel Schaden kriegt, dass die Fee das hier hinkriegt, kann die Fee hier tatsächlich alleine heilen. Für uns aber in dem Punkt eigentlich eh egal, denn die Ini ist sowieso easy. Ich will zum Glück gerne eine Hose. Das ist so das Einzige, was ich gerne hätte. Das Gute aber daran, dass das Leute sind, die sich auskennen, die polen in der Regel richtig. Wenn es Idioten sind, dann merkt man's. Ich glaube, der hier polt gut. Gut, ich könnte diesmal eh nichts machen. Ich bin Nahkampf. Und diesmal kann ich nicht mitteilen. Okay, schade. Also die zwei könnte ich zum Beispiel halt nicht unterstützen. Ich habe jetzt zwar zwei Buffs, aber... Ja. Magier brauche ich nicht. Kann ich tatsächlich passen. Okay. Okay, der Zugang hat sich geschlossen. Wir haben gleich das nächste Level ab. So, was haben wir hier drin? Magier. Ich muss jetzt leider hier drauf machen. Es ist im Wesentlichen keine zu großen Puls.
Also zumindest für mich nicht. So. Tada. Ah, jetzt habe ich den bekommen. Mist. Bin ich aus Versehen abgerutscht. So, jetzt kommt als erstes der hier. Dann der hier. Einmal. Ich glaube, die 19 könnten wir auch noch kriegen. Vielleicht so schnell ganz hinterher. Ja, ich glaube, Level 19 erreichen wir noch. Sind die jetzt fast am Ende? Hier ist jetzt zumindest, wurde es mir zumindest so beigebracht, ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, halt beigebracht, dass ich erst halt sauberer Stoß mache, um damit halt die Kombo quasi zu aktivieren, und dann Drachenangriff mache. Und dann kann ich halt dreimal sauberer Stoß und Vorpalstoß machen. In der Zeit lädt das Ding dann auf. Darf. Okay, so. Ja, wir nehmen mal was anderes an. Es ist nicht mehr ganz so verrucht. So. Das brauchst du nicht markieren? Ich weiß das schon. Geht das schon hin? Für euch bin ich zwar Neuling, aber kriegt das schon? Ja, schon wieder zu laufen hat.
Juhu. Hat doch wunderbar geklappt. Passen und fassen. Brauche ich beides nicht. Ich habe sogar wertvollster Spieler erhalten. Das ist toll. Da freue ich mich immer drüber. Das heißt für mich immer, dass ich gar nicht mal so schlecht bin. So. Gut. Ja, dann haben wir das auch schon. Ja, geil. Wir haben endlich zumindest einen Rock. Ist ja schon mal was. So, und jetzt seht ihr halt auch, wie schnell es halt ist, wenn man in Indies reingeht, die, oder wo man auf dem gleichen Level ist, da steigt man relativ schnell. Wir haben jetzt 19, 20, 20, 17, 17. Gladiator, Forscape und Taumaturg müssen wir unbedingt noch hochkriegen. Und wie gesagt, einfach Stufensteigerung durch Stufensteigerung steigt man eh relativ häufig. So, als nächstes ist halt die Kupferglockenmine dran. Das ist dann für unseren Weitläufer. Oh, Gott sei Dank, da können wir das auch endlich wechseln. Das ist schön. Sehr schön. So. Gut, ich werde dann aber hier natürlich erst meinen Cut machen. Werde jetzt vielleicht den Tank noch ein bisschen leveln. Und ja, dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ciao.